Also Pilzfreunde, heute mal wieder hier in einem wunderschönen Wald. Es ist windig, es ist kalt, es faucht. Ja, was kann man finden? Kräuter in erster Linie. Lass uns auch mal einen Blick werfen. Was machen die Baumpilze? Vielleicht auch mal auf Dinge schauen, wo sonst keine Zeit für bleibt. Und einfach mal die Natur genießen. Ich will raus, eine Runde laufen und spazieren. Und es freut mich, wenn ich euch ein bisschen mitnehmen darf. Los geht's. Und jetzt faucht's kräftig. Kalt. Oh. Ja, Kräuter- und Pilzfreunde, heute wieder im Wald. Es ist kein schönes Wetter, es ist richtig windig, es regnet so ein bisschen, es ist nass, das ist gut, denn es war viel zu lange trocken. Und da ist der Kräuter- und Pilzkorb. Und ich habe den hier schon abgestellt und ihr könnt ihr wieder sehen. Da wächst der Bärlauch, diesmal mitten im Wald. Und ich werde mir nur so ein bisschen mitnehmen, denn ich habe hier noch was eingelagert, der sich so 2-3 Tage im Gemüsefach hält. Schaut vielleicht mal unsere Videos an. Aber mitten im Wald finde ich da noch einen Frühlingsgruß. Und so geht das Video los. Und das ist doch auch mal was. Schneeglöckchen hier direkt im Wald. Die haben sich ja offensichtlich herverirrt. Schaut mal an. Wunderschön. Manchmal sind es doch die kleinen Dinge, die genauso schön sind wie so mancher großer Steinpilz. Herrlich, oder? Endlich Frühling. Ja, und was den Bärlauch angeht, ich pflück jetzt so ein bisschen was für unsere Salate, wo ich den immer mit reinmache. Oder eben auch, ja, für alles Mögliche. Schönes Eibrot, Bärlauch obendrauf oder verschiedene andere Gerichte. Also die gibt es eigentlich fast nichts, was deftig ist oder gut schmeckt, wo man nicht ein Bärlauch mit drauf essen könnte. Deswegen nehme ich mir immer etwas frischen mit, aber eben nur so viel, wie wir brauchen. Und wenn ihr euch Bestimmungsvideos anschauen wollt, da habe ich auch zum Bärlauch was für euch gemacht. Also, weiter geht's. Also Freunde, ich weiß ja nicht, ob man es hören kann. Ich nehme jetzt mal den Mikrofon fluffy ab. Aber hier geht's jetzt teilweise richtig rund und faucht und die Bäume bewegen sich und knarzen. Hört ihr das? Und die Vögel zwitschern. Also, was für eine Show. Ja, und natürlich, es ist immer noch die Zeit der Saprobionten, das heißt der Zersetzer. Und hier kann man mal was erkennen. Mit einem Stiel, könnt ihr das sehen, auf diesem alten Buchenast. Ja, die sind jetzt so richtig schön beweglich und gummiartig, genauso ist das auch, und haben Poren unten drunter. Das sind die Winterstielporlinge, die sind natürlich jetzt nichts zum Essen, aber auch einfach mal schön. Schaut mal, ganz gut zu sehen, die Poren, die sich auch nicht vom Pilzfleisch trennen lassen. Also, nächster Pilz für heute. Immerhin schon einige Arten. Das ist doch gar nicht schlecht. Oh, da hinten wächst der striegliche Pilz, Schichtpilz, nicht? Auch nichts zum Essen. Aber vielleicht finden wir noch interessantere andere Arten. Ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht ganz so schlecht, denn es rauscht und faucht. Also hier gehen richtige Windböen durch. Also das ist natürlich so ein bisschen älterer Holzlagerplatz und ihr seht, es wird massiv Holz aus den Wäldern geholt. Also ich bin wirklich mal gespannt, was das für die Pilze heißt. Oft wachsen die dann richtig gut, weil sie sich nochmal aufbäumen, wenn eben die entsprechenden Bäume als Mykorrhiza-Partner gefällt wurden. Heißt mit anderen Worten, sie machen nochmal ordentlich Fruchtkörper, bevor dann sozusagen nur kleinere Pilzreste überleben, bis die Bäume dann wieder größer werden. Nur warten wir das mal ab, das ist noch ein bisschen früh im Jahr. Im Moment schauen wir uns erstmal nach S-Bahn um. Und hier an solchen Wegrändern, die feucht sind, ihr könnt es da gut sehen, sieht man in der Regel eher an Wildrändern das Waldschaumkraut. Ein bisschen eingerückt sammeln, nicht? Also nicht direkt da, wo Hunde und Ähnliches sind. Und hier ist eine Stelle, da ist nicht viel mit Hunden. Und da kann man sehen, da wächst es überaus häufig, das Waldschaumkraut. Fantastisch, nicht? Meine Frau sagt gerne auch, ja, wie Waldkresse, nicht? Oder wie Kresse. Schmeckt ganz ähnlich der Brunnenkresse. Also man merkt da eigentlich im Wesentlichen keine Unterschiede. Wenn ihr es abmacht, seht zu, dass ihr die Wurzel im Boden lasst, also einfach cutten. Und das wächst in der Regel ganz problemlos nach. Wenn nicht, lasst einfach ein bisschen mehr stehen, die blühen, bilden als Brassica-Zehen massiv viele Samenstände und die kann man dann wirklich sehr, sehr gut richtig entweder ernten oder eben dann zur Verbreitung hier lassen. Das funktioniert wirklich tadellos. Also ihr seht, wenn man da mal so eine kleine Stelle hat, jetzt muss ich sehen, dass ich das hier abkriege, so, da braucht man sozusagen hier nicht lang und hat seinen Kräuterkorb schon voll.
Ich finde, das ist so ziemlich eines der schmackhaftesten Kräuter, die ich so kenne, weil die wirklich wie Kresse schmecken. Also richtig angenehm, gar nicht so scharf, aber richtig aromatisch. Und da kann ich eigentlich einen Salat fast so von essen. Das ist wie Bärlauch, das kann man überall drauf machen und mitessen. Und das kann man auch mit Blüte essen. Das kann man essen, wie es jetzt ist, wenn es noch klein ist. Und es ist überhaupt nicht selten. Es wächst ja überall nach. Ich lasse auch immer genügend stehen. Also hier so kleine, nicht? Und wenn man ein bisschen hier sich dann umschaut, ist ja wirklich alles voll im Wald. Also es gibt da das behaarte Waldschaumkraut. Oder auch hier, in dem Fall ist es das Waldschaumkraut. Und das gibt es wirklich massig. Schmeckt gut, ist sehr Vitamin C reich. Wenn euch die Inhaltsstoffe interessieren, ich habe da auch mal was im Bestimmungsvideo mit dazu gemacht. Also, hier überall wächst das. Und in rauen Mengen. Feucht muss es sein. Und dann ist das gar nicht selten. Das hier ist ein Buchenwald. Hier ist natürlich alles immer lehmig, tonig im Boden her. Und deswegen haben wir hier eigentlich immer große Mengen dieser Kräuter. So, da wächst noch was anderes. Das ist ganz interessant. Passt zwar nicht so zu lehmig, nicht? Das ist der Sauerklee Oxalis acetosella. Ich esse den nicht, weil da nämlich entsprechende Oxalsäure drin sind, wie der Name schon sagt. Das ist jetzt für mich nicht unbedingt das, was ich essen mag. Könnte man in kleinen Mengen aber tun. So, und jetzt haben wir hier noch mehr Schaumkräuter. Die am Weg lasse ich in der Regel stehen. Die tun dann nämlich blühen und für Nachwuchs sorgen. Und das tun die hier reichlich. Also ich ernte hier seit Jahren. Ihr könnt mir glauben, es wären nicht weniger. So, und hier das schön groß. Das nehmen wir uns mit. Machen wir raus, wie immer. So, die Wurzeln hier, das ist kein Problem. Die haben eine richtig tiefere Wurzel. Die wachsen hier wieder nach. Also in 14 Tagen kann ich hier wieder ernten. Und die kann man auch zu Hause ein bisschen ins Wasser stellen, wenn man das will. Ich schlage die immer so ein bisschen Papier ein, wie ich es auch immer zeige. Schaut vielleicht mal die Kochvideos an. Und da habt ihr 2-3 Tage noch einen Vorrat. Obwohl die relativ schnell beginnen zu welken. Also ich zeige das hier mal ein bisschen ausgeprägt, weil mich dieser wirklich schöne Fund wirklich freut. Denn das ist wirklich mit das Beste, finde ich, was es um die Zeit als Salat gibt. Schaut mal, da ist immer mehr. Hier wieder, hier so große, großen, die nehme ich mir gern. Und wenn man da rein beißt, und das ist auch das, was ich mag, oh, da versteckt sich ein Pilz, den schauen wir uns gleich an. Das ist natürlich dann so richtig schön herzhaft, voll und auch wirklich massig. Also davon kann man leben. So, was hier wächst, sind jetzt natürlich, schauen wir uns das mal an, holzzersetzende Pilzarten. Und das hier, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Schauen wir mal drunter, es riecht alles nach Bärlauch. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Diese kleinen Borschen sind immer schwer. Ja, wir haben wieder gelbe Stiele, wir haben oben die braunen Farben. Das sind die Rüblinge. Und da ist auch schon der Grund, der Fichtenzapfen. Und das ist ein Fichtenzapfenrübling, der hier wunderbar wächst. Ein essbarer Speisepilz. Also ich nehme die jetzt hier mal nicht mit und lasse die wachsen, obwohl ich die sonst ernte. Und der Grund ist, ich erwarte hier nicht noch wahnsinnig viel mehr zu finden, denn eigentlich sind hier wirklich nur eine Handvoll Fichten. Und in dem Zusammenhang gehen wir heute mehr auf die Kräuter. Aber sonst, das ist ein total passabler, essbarer Speisepilz und einer der wenigen, die im März überhaupt mal vorkommen. Denn im März ist es mit Speisepilzen echt so eine Sache. Also März-Schnecklinge, naja, ich esse die nicht. Dann gibt es die entsprechenden Fichtenzapfenrüblinge, wie gerade erwähnt. So, es füllt sich hier. Und dann, was gibt es noch? Die Morcheln, wenn sie denn schon da sind. Also hier die entsprechenden, ach, herrlich, die entsprechenden, so, Speisemorcheln. Oder man könnte natürlich auch die Morchelbecherlinge finden. Aber das hier ist natürlich ein richtig leckerer Salat. Also das sieht ja schon richtig gut aus. Also das hat sich gelohnt, mein Bärlauch hier an der Stelle. Weinberglauch habe ich noch von der gestrigen Tour. Bisschen was kennt ich gern noch. Pilzfrau mag nämlich auch Salat. Da ist wieder eins. Schaut mal, überall. Kein Problem. Wächst wirklich in großen Mengen und kann man hier sehr gut ernten. So, also Waldschaumkraut. Sehr, sehr gut. Schauen wir uns mal weiter um. Nur, dass man mal so einen Eindruck gewinnt, wie viel Waldschaumkraut so wachsen kann. Also das wächst jetzt noch eine ganze Weile. Hier haben wir wieder eins, da. Das sind so richtige polsterförmige Kissen, kann man gar nicht verfehlen. Überall, seht ihr das? Könnte man eimerweise sammeln.
alles voll. Dort hinten. Da alles voll. Also, mein Korb ist schon voll nach ein paar Minuten. Und das ist ja super, so soll das sein. Also Kräuter sammeln hat natürlich einen Vorteil, nicht? Die Kräuter, die sind überaus häufig und viel einfacher zu finden, wie viele der Pilzarten. So, komm her. Und da haben wir ganz schnell unser Körbchen voll. Nochmal ein Blick auf diese doch wunderschöne Pflanze, wie ich finde. Also eine richtig volle, kräftige Sache. Und wenn man die rauszieht, hat man dann eben nicht nur drei Blätter, man hat eben mit einem Schlag eine richtig kräftige Rosette. Also das hier reicht jetzt für uns als Salat aus. Einen nehme ich mir noch mit. So, diesen hier. Also da wachsen ja gleich drei, vier nebeneinander. So, jetzt machen wir das mal ab. So. Und dann haben wir eine große Menge dieser Kräuter. Und das werden noch mehr. Also die gehen erst auf. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt hier irgendwie selten werden. Also die nächsten Wochen werden wir hier problemlos Mengen haben. Der Korb ist voll, das ist schon mal gut. Jetzt brauchst du noch so ein paar kleine, leckere, kleinere Arten zum Essen für den Geschmack. Aber die Basis ist perfekt. Und hier hinten, ihr seht, überall wächst das Schaumkraut. Ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, kostet's mal, kann man es auch ganz gut unterscheiden und schaut unsere Bestimmungsvideos an. Und jetzt noch eine große Runde durch den Wald. Schauen wir mal, ob es noch Pilze gibt. Ja, ich habe es schon erwähnt. Also pilztechnisch ist das so eine Sache. Was hier wächst, das kann man vielleicht nicht so ganz gut erkennen, das ist hier der rotbraune Zitterling. Durchaus essbarer Pilz und oh ja, wächst mehr wie erwartet. Die habe ich auch schon gegessen. Also hier wächst wieder einer und dann wächst hier wieder mehr davon. Also ihr seht, die sehen so aus wie Judasohren, die verkrumpelt sind und die sind so ganz weich, labberig. Also so vom Geschmack her schmecken sie nach nicht viel. Sie schmecken im Prinzip genau so, wie man sie einlegt oder eben mariniert. Zum Beispiel mit Knoblauch könnte man das machen, mit Kräutern und könnte die dann essen. Also da wächst wieder einer. Also ich überlege fast, da hinten noch mehr. Also jetzt komme ich in Versuchung. Rotbraune Zitterlinge sind jetzt vielleicht, jetzt müssen wir mal da mal außen herum. Jetzt vielleicht nicht so das, was vielleicht so im ersten Moment als Speisepilz einen in den Sinn schießt, aber so schlecht sind sie nicht. Und wenn ich da noch an die Rüblinge denke, die wir gerade gesehen haben, und vielleicht noch das eine oder andere, der ist zu alt, der ist schön groß, aber man kann hier erkennen, da ist nichts mehr. Ne? Hier hinten wachsen braune Tameten. Schauen wir mal. Nee, das war es dann hier scheinbar. Aber ich werf doch noch mal einen Blick. Also was man hier sehen kann, sind doch einige dieser Kameraden. Ja, wenn ich hier so rumstapfe, finde ich nicht so sehr viel mehr davon. Also es lohnt sich eigentlich nur, wenn man so ein bisschen mischen kann. Also so vielleicht noch ein paar Judasohren hat dazu. Ich schaue mal, vielleicht auf dem Rückweg. Also was man jetzt hier sehen kann, das ist natürlich was anderes. Also das ist kein Zitterling. Das sind die entsprechenden, jetzt muss man mal schauen, also es sind Drüslinge, wahrscheinlich ein warziger Drüsling, der ist so ein bisschen mitgenommen, das kann man hier so auch erkennen, aber es gibt eben auch lappige Drüslinge, die sind prinzipiell essbar, aber alles muss ich nun auch nicht essen. Aber wenn wir uns hier hinten mal so ein bisschen umschauen, also ich sehe jetzt momentan, und das ist auch ganz klar zu erwarten, keine größeren Mengen weiterer Pilze. Naja, wir merken uns das jetzt mal und schauen uns mal weiter um. So, also ich kann euch sagen, das hört sich ja fast an wie auf dem Flughafen. So faucht der Wald in den noch ein bisschen übrig gebliebenen Bäumen. Man hat ja wirklich ganz schön gewütet. Also hier sehen wir wieder die Schmetterlingstrameten. Die sind wahrscheinlich schon zu alt zum Mitnehmen, obwohl sie sehen gar nicht so schlecht aus. Aber die haben schon so Punkte unten drunter. Also da gehe ich dann doch lieber an die neueren und suche mir eine bessere Stelle. Also diese sind natürlich fantastische Vital- und Heilpilze. Beachtet vielleicht unsere Inhaltsstoffe und Bestimmungsvideos. Wenn ihr einen Heilpilz sucht und seid neu in dem Heilpilz-Metier und wollt was ausprobieren, mein Rat wäre immer die Schmetterlingstramete. Schaut mal die Videos, dann wisst ihr auch, wieso. Also ich nehme die regelmäßig. Ja, und wenn man hier am Waldrand ist, da findet man etwas, das kennt jeder. Und ihr habt sicher schon erkannt, was da wächst. Und zwar sind es natürlich die Löwenzähne oder Zähne vielmehr. Und die Kameraden sind essbar. Und ich schaue nochmal, ob es welche gibt,
die vielleicht nicht so am Wegesrand wachsen, denn hier gibt es mir zu viele Hunde. So, jetzt müsst ihr durch. Also jetzt stehe ich hier am Rand eines Feldes. Und da ist es natürlich klar, da findet man sehr viel Löwenzahn, aber auch andere Sachen. Also ich habe nichts gegen Hunde, jetzt fliegt mir die Kapuze noch übers Kopf. Sondern ich mag einfach, dass die ihre Ausscheidungen gerne bei sich behalten und ich die nicht im Essen habe. Also, beim Löwenzahn, wenn die um die Zeit jetzt hier gerade so sprießen, dann sind die nur ganz leicht bitterlich, also das ist noch richtig schön angenehm. Später im Jahr, auch wenn sie später im Jahr jünger nachwachsen, dann sind die doch durchaus bitterer. Und dann mag ich das auch nicht mehr so gern. Man kann die Blüten auch essen als Knospen, die kann man in vieler Art und Weise einlegen und zubereiten, aber so weit sind wir noch nicht. Man sieht das hier auch an den gezahnten Blättern, die eben auch nur leicht gezahnt sind. Und es faucht jetzt wirklich wie verrückt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. So, und jetzt nehme ich mir hier so ein bisschen was mit. Der Löwenzahn ist natürlich einer der bekanntesten und verbreitesten Pflanzen. Schreibt mir doch einfach mal, wie er bei euch heißt. Also ich kenne ihn als Kuhblume, als Bimbaum, als Saudistel, als Löwenzahn. Ach, es gibt so viele Namen. Würde mich mal interessieren, wie er denn bei euch heißt. Das ist, glaube ich, ganz erheiternd. So, also, es ist ja wirklich gerade nicht angenehm. Also es faucht hier wie verrückt. Es ist kalt, es sind 10 Grad. Immerhin, es ist feucht, das ist gut. Und wir haben hier den... Ja, und ihr wisst ja, dass ich ein Herz für Pilze habe. Das ist ja nicht neu. Und jetzt wächst doch, nachdem es etwas wärmer geworden ist, an den Buchen wieder was nach. Also das sollte hier wieder einer der Drüßlinge sein und wahrscheinlich die warzigen Drüßlinge. Ja, hier sieht man es besser. Die größeren, die sind so richtig gehirnartig verwoben und jetzt auch wieder so richtig schön glibberig. Nun, da wachsen aber nicht nur Drüßlinge, da wachsen auch junge essbare Pilze. Das sind die Judasohren. Die sind auch zurück. Die sind noch zu klein, 1-2 Zentimeter. Aber es freut mich, dass ich die euch auch schon wieder zeigen kann. Und hier sind noch mehr gewachsen und man sieht selbes Habitat, das Judasohr, der warzige Drüßling und da hinten geht es so weiter. Also, ich schaue mal, vielleicht finde ich größere Judasohren, aber auch die Moerpilze kommen wieder. Das ist nicht schlecht. Ja, und hier neben unserem bereits vollen Kräuterkorb können wir uns heute jetzt auch mal mehr Zeit nehmen, um vielleicht mal den ein oder anderen Pilz auf dem Baum anzuschauen. Denn unser Kräutervorrat, der ist schon gedeckt. Ja, was ist das? Also zuerst mal ist es schon wieder schön, obwohl der Pilz selber, aussieht. Das ist natürlich wieder ein wunderschöner Drüßling. Und hier wieder der galertige Drüßling. Und was für ein Riesenbrocken. Weil ich jetzt hier den Kameraden gerade so schön sehe, das ist natürlich wieder ein, jetzt dürft ihr mal ran, mit lehmigen Farben, konzentrisch in Ringen wachsender Baumpilz, der, wenn man unten drauf drückt, sich nicht verfärbt. Ich kann das mal probieren, aber so eine Sache mit dem Korb in der Hand. Also, nur so minimal, nicht, wo man so ritzt. Ist aber keine Verfärbung, ist mehr so eingeritzt an den noch relativ frischen hier Poren da dran. Ja, und da haben wir natürlich noch einen und daneben schon vergangene, das sollten Buchenrüblinge sein, beziehungsweise Buchenschleimrüblinge oder Porzellanpilz auch genannt. Das sind natürlich wieder Zunderschwämme. Tolle Heil- und Vitalpilze, auch vielleicht, wenn man sich mal verletzt, für unterwegs zum Blutstillen. Aber wenn euch das näher interessiert, schaut vielleicht einfach mal unsere Bestimmungs- und Inhaltsstoffvideos an, die ihr auf dem Kanal findet in der Playlist Pilzporträts. Sehr schön. So, und jetzt habe ich doch noch mal Glück. Also, ist natürlich überhaupt gar nicht selten, die Schmetterlingstramete. Und hier mal auf einem Buchenstumpf. Und hier kann man wunderschön die konzentrischen Ringe sehen, die so blau, braune, graue und schwarze Töne haben. Und jetzt kracht's und knackt's hier im Hintergrund. Ich kann euch sagen, das Totholz fliegt. Also lange bleibe ich hier dann auch nicht mehr. Okay, aber wir nehmen uns hier jetzt ein bisschen mit und hier kann man auch schön erkennen, dass die unten drunter auch noch schön weiß sind. Also, manche von euch haben die natürlich auch gefunden, andere beginnen vielleicht erst ihre Erfahrung zu machen mit Heil- und Vitalpilzen. Da nochmal unser Video vielleicht empfohlen auf den entsprechenden Playlists. Ach, komm her. So, ich werde mir davon ein bisschen was wieder konservieren und trocknen. Mein Trockenvorrat ist nicht so riesig, könnte größer sein. Und da brauchen wir auch noch nicht mal einen Trockenofen. Die lege ich einfach nur so hin, die trocknen und da passiert nichts.
die sind gleichzeitig, ich habe es ja auch beschrieben, antiviral, antibiotisch. Und wenn die schön trocken sind, so wie im Moment, da braucht man da auch keinen gesteigerten Aufwand treiben. So, komm mal her. Und ich nehme die dann natürlich auch und brühe die mir wieder als Tee und werde das jetzt auch wieder regelmäßig machen. Wahrscheinlich ist es bei euch wie bei uns, die Erkältungen, die gehen ordentlich herum. Und diese Pilze hier sind dagegen so ein bisschen meine kleine Wunderwaffe, die hilft wirklich, nebst anderen Dingen. So, jetzt wird der Kopf voller wie erwartet. Ja, und das ist doch mal ein Bild, das macht mir einfach mal Spaß. Und deswegen muss ich es auch jetzt zeigen. Also, ihr erkennt jetzt wahrscheinlich schon, was es ist. Also, neben meinem Pilzkorb sehen wir hier verschiedene Pilzarten auf einer alten Buche, die gefällt wurde. Und da kann man ganz gut sehen, das hier sind jetzt alte und überständige Trameten, Schmetterlingstrameten. Und die sollte man nicht mehr ernten, die sind dann so richtig schwarz und dunkel und auch von den Unterseiten zwar theoretisch noch weiß. Aber sammelt vielleicht solche wie diese hier, die gleich daneben wachsen, die charakteristischer sind. Und es gibt ganz viele Farbformen und Varietäten. Ich würde immer die bevorzugen, die am nächsten an den Bestimmungsmerkmalen sind. Letztlich sind es alles Schmetterlingstrameten, die dunklen, genauso wie die hier etwas mehr klassischen oder auch die hier ein bisschen grünlicheren. Nicht? Also ihr seht, Farbe ist so eine Sache, heißt nicht umsonst Schmetterlingstramete. Ich gehe meistens hier in Richtung Nummer sicher. Dann sehen wir hier wieder eine grün bealgte Buckeltramete, hier der Buckel, nicht? Nächste Trametenart. Und dann sehen wir hier wieder einen recht jungen und wunderschön verkrumpelt wachsenden und hier mehr Zunderschwamm. Also, das ist doch mal ein Bild. Herrlich. Manchmal einfach nur schön. Ja, Pilzfreunde, und das ist natürlich hier einer der Austernbänke, die ihr im Winter gesehen habt. Also, wenn euch Austernseitlinge interessieren, schaut euch vielleicht mal die Wintervideos an. Mein Korb ist ohnehin schon voll. Es ist nur noch mal so eine Kontrollrunde. Das sind die Reste vom Schützenfest. Also, mit den Burschen ist es an dieser Austernbank vorbei für dieses Jahr. Macht nichts, denn es kommt ja jetzt eine neue Pilzsaison. Hier wieder der samtige Schichtpilz, nichts zu essen, aber wunderschön. Und das ist eine der Austernbänke fürs nächste Jahr. Hier wieder eine Nebenfruchtform, nicht die Kohlenbeere, auch ein toller Pilz. Die sollte die ablösbare Kohlenbeere sein, geht auch gut, schaut mal. Aber ja, nichts für den Korb, macht nichts. Und wenn es ein bisschen karger ist an Speisepilzen, dafür reichlich an Kräutern, schauen wir uns doch mal Pilze an, die da hier noch so rumwachsen. Und wenn hier schon mal so schöne rote, neben so bräunlicheren wachsen, kann man das ganz gut sehen. Also die haben auf der Unterseite keinerlei Poren, die sind eher glatt, aber auch so ringkonzentrisch wachsend, also keine Trameten. Und oben sind die richtig schön kuschelig. Also es fässt sich richtig schön an, macht das mal im Wald. Die sind auch überaus häufig, diese Pilze. Natürlich der samtige Schichtpilz. Oh, ihr seht, herrlich, oder? Also manche Pilze sind einfach mal nur schön. Ja, und jetzt ist auch mal die Zeit, Dinge anzuschauen, in denen man manchmal vielleicht im Sommer achtlos vorbeiläuft. Baumstämme. Und wenn man hier mal schaut, sehen wir Schmetterlingstrameten in ganz verschiedenen Altersstadien. Das sind recht junge, das sieht man schon, aber auch da nichts mehr zum Essen. Hier die alten, überständigen, fast schon in so rötlich gehende, aber hier sieht man auch, die sind noch älter. Und hier fast die grünen, nicht? Das sind in der Tat aber Algen, die hier sozusagen wachsen. Und hier unten wieder jüngere. Also, ne? Aufpassen, welches Alter ihr hier erntet. Aber auch wieder eine Schönheit, dieser Baumstumpf. Und hier wieder der Blick auf eine unserer Austernbanken. Es faucht und zischt, bin nicht ich, ist der Wind. Und ihr seht Austernpilze, wahrscheinlich ist es vorbei. Ich habe sie nochmal angeschaut. Und der Grund ist, es war jetzt lange kalt, es waren Minusgrade und manchmal, da können die auch noch um die Zeit wieder auftauchen. Aber ich denke, für dieses Jahr ist das wohl vorbei. Dafür gibt es die Kameraden wieder relativ häufig. Und das sind natürlich, schauen wir sie uns mal an, ob sich sammeln lohnt, naja, das sind natürlich ganz, ganz viele wunderschöne Moerpilze. Ein bisschen ältere, die oben so weißlich sind, hier wieder jüngere. Ganz viele. Schaut ihr das? Seht ihr das? Den ganzen Stamm entlang. Die könnte man jetzt durchaus sammeln. Ich lasse die aber noch ein bisschen wachsen, habe ich mir überlegt. Zusammen mit den Zitterlingen, die ich vorhin gezeigt habe. Und dann gucke ich mir das Ganze nochmal an. Ich glaube, hier komme ich dann lieber zum Ernten nochmal zurück. Aber schaut mal.
Ich habe den Korb ganz gut hingestellt, denke ich. Zufall. Und hier hinten gibt es noch mehr. Ich sehe es schon. Ah ja, da. Ah, sogar noch mehr. Wieder eine ganze Flotte. Die sind auch noch recht klein. Also ich denke, die hole ich mir in 14 Tagen oder sag mal in einer Woche. Wobei da unten sehe ich was Größeres. Ja, der ist aber abgerissen worden. Also sowas nehme ich dann nicht mehr mit. Aber hier kann man erahnen, wie die dann aussehen, wenn die größer sind. Also, Moerpilze satt. Ja, da hinten sind noch mehr. Also das lohnt sich hier. Die lassen wir noch ein bisschen in Ruhe wachsen. Sehr schön. Und hier wieder zusammen mit, ja, fast übereinander, einem richtigen schönen Galertpilz. Und hier wieder der warzige Drüsling. Und da gibt es, wie immer, eine Menge. Also die kommen gern miteinander vor. Sieht schon fast gespenstisch aus. Sehr schön. Aber wie schön die aussehen. Ich finde ja diese Strukturen toll. Gegessen habe ich den noch nicht. Also es gibt Pilzfreunde, die machen das. Naja, ich sag mal, ich muss nicht alles essen. Aber alles anschauen macht Spaß. Also die Stelle, die ist natürlich richtig hervorragend. Und hier gibt es jetzt weitere Moerpilze. Also ihr seht, da ist richtig noch was zu erwarten. Da oben ist wieder so ein Rindenpilz, ein Rußpilz. Die sind natürlich sehr schwer zu bestimmen. Also da gibt es sicher bessere Experten wie mich. Aber hier gibt es wunderschöne Moerpilze. Die werden durchaus in ein erntbaren Alter. Also ich bin so ein bisschen versucht. Aber ja, nach Jahren Pilzsammelei lernt man auch mal vorbeizugehen. Hole ich mir aber so in der Woche, denke ich. Da sind die gut. Da hinten auch. Also, seht ihr das? Lohnt sich bald. Ja, und jetzt habe ich langsam den Eindruck, der Pilzgott hat sich heute gedacht, führen wir doch den Pilzmann mal in Versuchung. Und da geht's weiter. Also, Judasohren, kann man sagen, die leben wieder richtig auf, quellen wieder auf, hier überall am Wachsen. Hier die nächste Ecke. Also, egal wo ich hier anfange zu suchen, es sprießt. Und hier kann man das ganz gut sehen, die sind was größer. Hier ein bisschen glockenförmig gewachsen. Hier unten sieht man auch, warum diese Ohren heißen. Sehen auch aus wie Ohren. Haben manchmal auch wie so Äderchen, so Galertiker auf der Unterseite. Oben behaart, nicht? Also, oh, ist abgegangen. Zeigt man ihn natürlich. Der ist oben so ganz leicht, ja, wuschelig. Und das hier sollte das normale Judasohr sein, nämlich Auricularia, Auricularia Judae. Es gibt auch noch andere, Mesotrichia, nicht? Und verschiedene andere Arten, das kleine Judasohr und so weiter. Aber der hier wäre essbar. Sieht fast aus wie eine Mütze. Sehr schön. Ja, also der darf jetzt natürlich mit, wenn er schon mal ab ist. Ja, und auf solchen Holzablageplätzen bevorzugt hier eben mit dieser Rinde, die hier rumliegt. Hier ist viel, möchte mal sagen, Nadelholz, nicht, was sozusagen übrig noch blieb vom Borkenkäfer. Und dann haben wir hier die Rinden, also hat hier Käferholz gefällt und ein bisschen Buche dazwischen. Solche Plätze sind halt die, wo man nach Lorcheln sucht oder dann jetzt vielmehr nach Morcheln, beziehungsweise eben auch nach Morchelbecherlingen, die auch durchaus bei kälterem Wetter wie jetzt durchaus da sein können. Und ihr hört schon die vielen Konjunktive. Ich rechne nicht damit, aber wenn man sowas sieht, muss man trotzdem suchen. Und wenn wir heute so viel über Baumpilze reden, dann dürfen die Kameraden nicht fehlen. Also wir sehen hier einen Baumpilz und der hat eine interessante Eigenschaft, nicht? Die Terpene, die diese Oberfläche so bilden, und der ist noch relativ frisch, den könnte man auch essen, der ist sozusagen so ein bisschen schmelzbar mit einem Feuerzeug, so einer Flamme. Und da kann man das sehen, brennt nur so ganz leicht schmelzend wachsartig. Das ist natürlich der rotrandige Baumpilz, der hat einen ziemlich heftigen roten Rand. Der kann auch weniger rotrandig sein wie der da unten, aber eben immer mit so einer roten, ja, Wachstumszone. Und das ist natürlich ein Heil- und Vitalpilz, dieser Kamerad, auch Fichtenschwamm genannt, und wächst hier auch an einer abgestorbenen alten Fichte oder zumindest am Rest davon. Und auch hier habe ich ein tolles Heil- und Vitalpilz-Video gemacht dafür. Und ihr seht, so ein bisschen Heil- und Vitalpilz-Welt, das ist natürlich so im Frühling und im Winter. Und da braucht man sie auch. Die Erkältung greift um sich. Tolle Sache, schaut euch mal das Video an. Ja, und hier haben wir einen Holunderbusch. Und ihr seht, es wird durchaus warm und die Kameraden treiben.
Freut mich, denn ich bin natürlich ein großer Fan von Holunderblüten in verschiedenen Couleur. Vom Sekt bis hin zum Sirup und diversen anderen Sachen. Aber am Holunder wächst, und hier sieht man es auch mal, und das ist ja auch sehr schön, ich zoome mal ran, das, was dahin gehört, der Holunderschwamm, Moerpilz. Seht ihr das da hinten? Lauter kleine Moerpilzchen. Die sind noch ein bisschen zu klein zum Ernten. Die dürfen heute hier bleiben. Sogar eine ganze Menge. Ich kann ja noch mal ein bisschen näher gehen. So, aber es ist nicht einfach ranzukommen. Aber ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Also, wenn ihr nach solchen Freunden sucht, sucht nach den Holunderbüschen. Da siedeln sie sich an, und meist sind sie auf den Buchen, die daneben liegen. Meist am Boden liegend, die so schwarz sind vom Rindenpilzen, von entsprechenden Rußtaupilzen oder eben auch in Gemeinschaft mit den warzigen Drüßlingen dann überaus häufig. Und einfach weil es schön ist, die ersten Buschwindröschen kommen raus für dieses Jahr. Schaut mal, es ist keine Sonne, also ist die Blüte nicht richtig offen. Und hier kann man ein wunderschönes, ja, finde ich, Gewächs sehen, was natürlich nicht essbar ist, sondern giftig. Nichtsdestotrotz bildet es eben wunderschöne Rhizome, die unter der Erde wachsen, so 2-3 cm tief, in diesem laubhumusartigen Boden, etwa 2-3 cm im Jahr. Warum erzähle ich euch sowas? Wenn ihr also so große Buschwindröschenflecken seht, dann lasst sie in Ruhe. Die sind oft Jahrzehnte alt, manchmal noch älter. So bis so ein Hektar gewachsen ist, bei 2 cm im Jahr, kann man sich vorstellen, dauert eine Weile. Und demzufolge einfach nur mal schön die ersten Frühlingsgrüße von dieser wunderschönen Pflanze. Die vielen Hummeln, die jetzt sozusagen erst beginnen auszuschwärmen, die Nahrungsgrundlage bildet. Ja, große, glänzende Pilze, die locken den Pilzsammler. Könnte ein Reishi sein, gerade wenn er eben nicht, wie in dem Fall hier, auf Kiefer wächst. Ja, das ist eine Buche oder zumindest nahe Baum, hier Laubholz, sehr wahrscheinlich eine Buche. Aber das hier ist natürlich wieder ein rotrandiger Baumpilz. Toller Heil- und Vitalpilz. Guck mal, vom Alter her ist der noch okay. Drückt, blaut nicht, also blaut verfärbt nicht, bräunlich, blauen tut er eh nicht. So kalt friert einem auch das Gehirn ein. Kennt ihr das? Wahnsinn, ist ja verraucht. Naja, jetzt habe ich Schmetterlingstrameten. Dann nehme ich mir ein bisschen was mit, wenn er denn schon so schön ist. Und wie erntet man den? Ich zeige es euch. Einfach den äußeren Rand, den nehme ich mir mit. Das reicht mir. Also, ich brauche den nicht vom Ansatz her. Ich mache mir dann so den Rand hier ab. Und der ist noch jung und der ist noch frisch. Hier drin kann man auch sehen, alles auch noch soweit in Ordnung. Und den schneide ich mir klein, gibt es den mit im Tee. Korb wird ein bisschen bunter, da haben wir natürlich, schwer zu sagen, nicht? Sieht verdammt aus nach einem Zunderschwamm, kann rotrandiger Baumpilz sein. Manchmal sehen die nämlich nur so aus. Hier seht ihr, was ich meine, nicht? Wenn der dann beginnt wieder zu wachsen, wird aus diesem dunklen Pilz dann nämlich plötzlich ein roter Rand. Nun, an der Stelle sind es aber rotrandige Baumpilze, sind also hier keine Malerpilze oder Reishis oder eben andere Porlinge von den Lackporlingsverwandten, die Ganodermas. Es sind die rotrandigen Baumpilze und möglicherweise da unten, ich denke mal schon, noch ein Zunderschwamm. Gut, also, das sieht gut aus. Ich denke, langsam geht's zurück. Ja, ist natürlich die Zeit des Totholzes. Und hier an diesem Baumstamm traut sich doch noch wer raus. Gucken wir uns das mal an. Ich lasse den jetzt mal dran und noch ein bisschen größer werden. Also, wir sehen ganz klar Lamellen. Wir sehen sie ein bisschen verkrumpelt wachsend, schon auch so muschelartig. Aber das hier sieht so ein bisschen untypisch aus für die Austernseitlinge. Sehr wahrscheinlich ein Austernseitling. Zwergknäulinge sehen anders aus. Oder eben auch verschiedene andere Seitlinge hätten andere Färbungen, wie der orange Seitling oder auch andere Arten. Es ist auch kein Moritake-Pilz, also auch kein gelbstieliger Muschelseitling. Also sehr wahrscheinlich noch ein Austernseitling. Man kann da auch mal dran riechen, da kann man das auch noch mal testen. Ja, so dieser typische Geruch, wobei bei Gerüchen ist das immer so eine Sache, ist auch vorhanden. Also sehr wahrscheinlich noch ein Austernseitling hier. Aber sind nicht so viele. Und also hier knackt es wirklich richtig verdächtig in den Bäumen. Da kriegt man Angst. Also, die dürfen bleiben, sei denn ich finde noch ein paar mehr. Schauen wir mal. So, jetzt regnet es auch so langsam.
Und ich bin ordentlich durchgefroren. Hier wachsen keine weiteren Austernseitlinge, aber ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hier knackt es ganz heftig und ihr seht den vielen Windbruch. Die Seitlinge sind hier aktiv und ich kann euch sagen, das ist die Stelle, wo ich eigentlich normalerweise die Lungenseitlinge sammle. Also die Sommeraustern-Seitlinge könnte man sagen, die hier ab Mitte Mai bis Juni überaus häufig vorkommen, gerade auch auf diesem Baum. Also den wir hier sehen, ist von der Färbung in meinen Augen kein Lungenseitling. Das ist sicher ein Austernseitling oder einer dieser Winterverwandten. Also ist ein essbarer Pilz. Normalerweise würde ich den jetzt mitnehmen. Ich bin auch echt versucht. Aber ja, lassen wir ihn und genießen einfach nur noch mal das Glück, vielleicht den letzten dieses Jahr gesehen zu haben. Das ist in Ordnung. Wir hatten wirklich viele. Also, mach viele neue für nächstes Jahr. Die Sporen müssen sich ja auch verbreiten dürfen. Ja, Pilzfreunde, ihr seht, der Korb ist voll. Also mehr geht da gar nicht rein. Meine Pilzrunde, die ist zu Ende. Es faucht, es ist kalt, die Hände sind kalt und ich bin zufrieden. Also, wenn euch auch solche Kräuterpilztouren gefallen, mit vielleicht mal einem Blick auf Dinge, wo sonst weniger die Zeit ist, genießt es doch mit uns. Hubala, aber jetzt ist mir ein Pilz runtergefallen, der muss mit. So, halte ich den Korb besser in der Hand. Also, genießt das doch mit uns und lasst uns vielleicht einen Daumen hoch da. Das freut uns, ist Motivation und macht auch ein bisschen Spaß, eure Kommentare eben hier zu lesen. Also, ich brauche einen Schmetterlingstrametentee, ihr seht, leicht erkältet. Also, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, lasst uns einen Daumen hoch da und vielleicht schaut immer mal regelmäßig rein. Ich hoffe, euch interessieren Kräuter, Rezepte, Zubereitungen, Pilze. Und bald wird's Mai, bald geht's mit größeren Pilzen weiter. Also das nächste, was hier kommt, sind wahrscheinlich die Austernseitlinge, vielmehr hier die Sommeraustern-Seitlinge oder Lungenseitlinge. Und mal sehen, was bis dahin alles noch möglich ist im Wald. Also, bis bald im Wald!